Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Lasst uns beten. Heiliger, ewiger Gott, du lässt uns das Leiden deines Sohnes zu unserem Heil verkündigen. Du hast ihn dahingegeben in die Not der Welt, in unsere Ratlosigkeit, in unsere harten Hände. Gib uns offene Herzen für die Tat seiner Liebe, damit wir uns von ihr tragen lassen und im Leben und Sterben an dir festhalten. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist, der eine wahre Gott, lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Passion nach Lukas im 22. Kapitel. Und Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Da sprach er zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die, die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Mit Zittern und Zagen, betrübt bis in den Tod, kniet Jesus nieder, wirft sich auf den Boden und betet, bettelt Gott an, dass sie ihm das Leiden ersparen möge. Willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Er ringt mit dem Tod und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fallen. Wahrscheinlich die ergreifendste und bitterste Szene der ganzen Passion. Beim Verhör, bei der Folter, am Kreuz, da tun andere ihm Leid an, da gibt es Täter und Opfer, da geschieht etwas, mit dem man irgendwie umgehen kann. Aber hier, Jesus allein im Garten, allein mit sich, allein mit Gott, selbst zerrissen, gequält von seiner Angst, seinen Gedanken,
seinem Fluchtimpuls. Dieses Ringen mit sich selber, das ist wohl für einen Menschen, der leidet, oftmals schwerer als die Qual, die ihm von außen zugefügt wird. Die einsame Nacht im Krankenzimmer, die Stunden in der finsteren Zelle zwischen den Verhören, die Zeit allein in der stillen Wohnung nach dem Abschied von einem geliebten Menschen. Gethsemane-Momente, voller Zittern und Zagen, betrübt bis in den Tod. Nimm diesen Kelch doch von mir. Vom ersten Kapitel des Evangeliums an verkündet der Evangelist Jesus als Gottes Sohn. Schon bei der Ankündigung seiner wunderbaren Geburt, da heißt es, er wird ein Sohn des Höchsten genannt werden. Das ganze Evangelium erzählt davon, in diesem Jesus ist Gott selber gegenwärtig, unter den Menschen in dieser Welt. Er ist da für die Mühseligen und Beladenen, für die Kranken und Ausgegrenzten. Er predigt, er heilt, er tröstet und hilft. Er wird zum Bruder, zum Leidens- und Schicksalsgenossen der Elenden und Verdammten. Er kennt und teilt ihre Ohnmacht, ihr Entsetzen, ihre Todesangst. Er stirbt ihren elenden, würdelosen Tod. Er, der Gottes Sohn, wird einer von uns. Die Szene in Gethsemane führt in die tiefste Tiefe menschlichen Elends. Und sie führt zum tiefsten Geheimnis Gottes. Gott selber erlebt, was Todesangst heißt. Er leidet selber, was Menschen erleiden. Am Ende ist jede Grenze, jeder Abstand zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Gott aufgehoben. Dieser Gottessohn am Boden, in der tiefsten Tiefe menschlichen Leidens. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Mitten im Ringen und Beten und Bitten und Zittern und Zagen, das ungebrochene, tiefe, unzerstörte Vertrauen zu Gott, dein Wille geschehe. Dieses Vertrauen haben die Jünger, die ihn begleitet haben, nicht. Sie fliehen in den Schlaf. Jesus erwartet von ihnen nicht, dass sie seinen Weg mit zu Ende gehen. Er verlangt nicht, dass sie mit ihm sich verhaften lassen und ans Kreuz schlagen. Nur in seiner Nähe sollen sie bleiben, in seiner schwersten Stunde. Mit ihm wachen und beten sollen sie. Aber sie lassen ihn im Stich. Sie haben nicht die Kraft. Jetzt, wo sich die Niederlage abzeichnet, wo sie realisieren, dass alles ganz anders kommt, als sie erwartet haben, wo sie sehen, wie Jesus erschaudert und verzagt, da geben sie auf und fliehen in den Schlaf. Einen verzagten Messias, der auf der Erde liegt, dessen Seele bis zum Tod betrübt ist, den ertragen sie nicht. Sie haben das Geheimnis Gottes noch nicht verstanden, dass Gott sich klein macht, dass er sich hineinbegibt ins Krankenzimmer, die Folterzelle, die Trauerhäuser, mit dabei ist, eben keinen allein lässt und damit dieses tiefe, unzerstörbare Vertrauen einpflanzen will in die Herzen der Leidenden, der Trauernden, der Hilflosen, der Zitternden und Zagenden. Dein Wille geschehe. Denn dein Wille führt am Ende über Gethsemane
und Golgatha hinaus, über das Kreuz hin zum Ostermorgen, zur Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod, vom Zittern und Zagen zur Gewissheit, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Lasst uns beten. Angesichts des Weges Jesu, der ihn in Leiden und Kreuz geführt hat, sehen wir auch die Not unserer Welt in seinem Licht. Und so beten wir für diese Welt, die sich sehnt nach Erlösung, für die ganze leidende Menschheit unserer Zeit, für die Opfer der Kriege, für alle, die in Armut und Not leben müssen, auf der Flucht, vertrieben und ohne Zuhause. Wir beten für alle, die sich mühen um Frieden und Versöhnung, für die, die politische Verantwortung tragen, für die Kirchen und ihre Botschaft von der Liebe Gottes. Wir beten für alle, die mit Schwierigkeiten und Sorgen kämpfen müssen, für Verzweifelte, die nicht mehr weiter wissen, für Kranke, die neuen Mut brauchen, für alle, die für sie da sind und sich um sie kümmern, für alle, die fragen nach dem richtigen Weg. Wir beten für die, mit denen wir zusammenleben und unser Leben teilen, für unsere Familien und Freunde, für alle, mit denen wir arbeiten, für die Einsamen unter uns, für die, die sich nicht verstanden fühlen und die Anerkennung und Gemeinschaft suchen. Herr, höre unsere Bitten, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen,
alles, was uns bewegt in unserem Herzen, und nimm dich unser gnädig an, um Jesu Christi willen. Mit seinen Worten beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater, Sohn und Heiliger Geist.